Den Let's Play auch schon hier aufnehmen. Ich habe gesagt, ich wollte mit der Deko heute noch anfangen, sobald ich das Ding da fertig habe. Ich brauche Licht, ich brauche Deko. Das war ja auch vorhin so. Hey, soll ich für dich extra Deko ein andermal machen? Na, wenn ich aus der Therapie wieder da bin, soll ich dann anfangen? Okay, dann besorg heimlich mal eine Stadt. Dann viel Spaß dabei. Ich kann die Deko auch ein andermal anfangen. Dann, ich wollte ja auch ein bisschen vielleicht auch mal die Wüste erkunden gehen oder so. Können wir auch das machen, meinetwegen. Also weiter in Richtung Osten. Jetzt ruckelt's. Es ruckelt bei mir immer, wenn ich die Map aufmache. Was ich nicht verstehe. So, hier hinten. Umbra-Krater und so weiter. Mindestens 50 Stunden. Gut, dann fange ich mit der Deko an, wenn ich aus der Therapie wieder da bin. Hehl extra nur für dich, dann fange ich damit erst dann an. Hä? War hier nicht leuchten? Na, hier ist leuchten. Ich wollte schon sagen, habe ich hier das Gebiet nicht erkundet? Aber nee, da war ich ja noch gar nicht, hier im Norden. So, ich habe hier aber noch Sachen, die ich jetzt gerade nicht brauche. Dann packe ich die wieder hier rein. Die Würmchen waren hier hinten irgendwo. Wo war die leere Kiste? Packen wir die Glühwürmchen hier rein. Wir haben nur noch einen. So, die Bausachen packe ich hier wieder mit rein. Ich habe 9 Gerüste einfach mal, warum auch immer. So, für hier habe ich nichts. Für hier habe ich nichts. Mysteriöses Fläschchen. Die brauche ich gar nicht. So, warte mal, ich hatte hier irgendwo Verbände gehabt. Und Heiltränke. So, und so. Nein, das wollte ich jetzt nicht, verdammt. Dann Verbände waren hier. So, haben wir wieder voll, einigermaßen. Beziehungsweise die brauche ich jetzt erstmal nicht. 20 Verbände haben wir. Dann womit fangen wir hier hinten an? Irgendwas hatten wir, glaube ich, sogar noch markiert gehabt. Es ruckelt. Es tut mir leid, sobald ich immer die Map aufmache, es ruckelt. Da irgendwas ist hier falsch, bei mir auf jeden Fall in dem Spiel. Die Bitte des Schmieds. Irgendwelche Einstellungen. So, ich hoffe, es fängt sich jetzt wieder ein. Okay, das dauert eben. Einen Moment. Ich muss vielleicht... So, die Aufnahme läuft auch wieder weiter. Ne, das ist irgendwie bei mir, bei diesem Spiel, irgendwas läuft hier falsch. Weil, sobald ich immer die Map aufmache, dann fängt der Stream und die Aufnahme an zu ruckeln. Selbst wenn ich das privat spiele, bei der Map ist das immer irgendwie. Ich habe da irgendwie irgendwas falsch eingestellt. Dann machen wir halt heute keine Deko. Mache ich dann nachdem ich aus der Therapie wieder da bin. Okay, das geht auch wieder runter hier mit den Dings.
Ja, aber ich verstehe das echt nicht, woran das genau liegt. Warte mal. Der Weg zum Dingens ist da hinten. In Richtung Wüste und Steppe und so weiter. Der Eingang. Nee, nicht hier, sondern noch eins weiter. Vor allem, ich will ja auch aufs aktuelle Maximallevel kommen. So, was sind hier jetzt? Okay, nur Discord. Und das aktuelle wäre ja, glaube ich, 25. Und hier kriegen wir auch noch mal ein bisschen Wasser, Stoff, Metallschrott von denen. Ja, komm. So. Ja, komm, nimm alles mit. Gibt's hier noch mehr? Ja. Ich hoffe, der da hinten lässt mich in Ruhe. Ich mag die giftigen Typen gar nicht. Die sind immer irgendwie viel zu stark. So, und hier nochmal durch die Käferchen durchrennen. Aber das Positive ist, wenn wir hier sind, wir kriegen hier immer wieder so, Bücher auch nochmal. Irgendwo ein paar Barren und sowas. Die gibt es hier immer wieder. Und noch mehr Verbände. Hier spawnt das immer wieder nach. Das ist schön, dass man hier auch so einen Bronzebarren irgendwo herkriegt. Die sind hier einfach immer da. Oder Zinnbarren. Wie hier vorne. So, einer Knopf. Da? Und da oben ist der andere. Und im Grunde brauche ich auch nicht mehr da hinten hinzurennen.
hier gibt es Äste, okay. Stimmt, da können wir Holzpfeile wiederherstellen. Wie viel können wir aus sowas machen? Wir können Dietriche herstellen aus Metallschrott. So, aber Holzpfeile. So. Nochmal Holzpfeile, perfekt. So, gibt es hier noch mehr? Eigentlich müsste hier noch einiges rumliegen. So, Erfahrungsschriftrollen, die sind auch wichtig. Nein, nicht das. Ich wollte. Nein, das da. Wo sind die Sachen, die man so looten konnte? Also nochmal so looten. Hier fehlt doch was. Der normale Loot, der hier normalerweise rumliegt, so zum Einsammeln. Also, ich meine jetzt nicht nur das, was hier so auf dem Tisch und so weiter rum, sondern so was, das, wie das hier so ist, dass man so durchsuchen kann und dann so was rausnehmen. Die sind weg. So, aber im Grunde will ich hier jetzt auch nicht nur Quests machen, sondern jetzt auch eigentlich ein bisschen Erfahrung sammeln wieder, damit wir auch endlich mal auf Level 25 sind. Und auch noch, ja, vielleicht irgendwie Zinn finden oder sowas, keine Ahnung. Damit wir auch ein eigenes Bronze herstellen können. Obwohl ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, will ich überhaupt Bronze jetzt herstellen, weil es soll ja Eisen geben schon. Und wenn das nächste Biom freigeschaltet ist, ist dann die Frage, was kommt da noch? Seine Eier haben wir auch eingesammelt. Das ist Kupfer, ich brauche aber Zinn. Kupfer kriegen wir auch bei uns da in der Nähe. Haben wir da? Rohes Vogelfleisch. Ah. So, und hier haben wir das nächste Spawngebiet. Was ist das? Was habe ich eingesammelt? Ein Funken jetzt auch noch. Alchemistischer Grundstoff und das letzte habe ich jetzt nicht gelesen. So. Eigentlich hier hinten fehlt uns noch so viel.
groß einmal nach der Pflanzen. Mir das jetzt aber erstmal vielleicht markieren, dass wir das mal suchen. Versuchen da mal hinzukommen. Damit die Emily auch mal glücklich wird. So, nehmen wir mit. Irgendwann habe ich diese Kiste mit den Bomben auch schon voll. So viel, wie wir eigentlich einsammeln. Wir nutzen die einfach nur zu selten. Weiß jetzt nicht, wie gut von denen jetzt die Waffen sind hier in dem Gebiet. Müsst ihr auch mal schauen. So, Paprika haben wir auch wieder. Hier gibt es so viel Paprika. Das müssen wir auch mal endlich anbauen. Surats Rast. Ah! Wo genau ist Surats Rast? Höhlenpassage, südliches Karawanenlager. Da. Okay, also ich bin schon da. Räubusch haben wir. Also die Stadt da ist Surats Rast. Yo, die Brücke ist geil. Ich finde die nice. So, Säbelzahnkatzen sind wieder da. Nein, nicht den anvisieren. Die beiden. So, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Magie-Schadensbonus. Ich muss die gegrillten Pilze wegwerfen. Die bringen mir eigentlich gar nichts. Ich nutze gar keine Magie hier. Hier auch. Lichtexplosionen brauchen wir nicht, aber das Schrott nehmen wir mit. Ist das tödliches Miasma da unten oder ist das mit Lava? Kein tödliches Miasma. Okay, das, also da unten ist wahrscheinlich Wasser. Oder ehemals Wasser. Na, was mit dir da unten? So. Aber so kommt man eigentlich richtig schnell an Schrott ran. Wenn man diese Plünderer hier ausschaut. Explosive Schwarzpulverkugeln nennt. So, wieder Holzscheite. Perfekt. Oh nein.
jetzt bin ich den los. Wie sieht den anderen an? Zielt er auch noch erst einmal hier auf den Wolf hier? Also, nee, das wollte ich nicht. So, wo haben die ihre Bügeleisen? Oder haben die irgendwo einen Schlafplatz? Hier haben die einen Schlafplatz, ne? Es wird ja dunkel. Kuscheln wir mit dem Skelett? So, jetzt ist wieder hell. Okay, was? Warum leuchtet sie grün? Was ist hier? Okay, bisschen enttäuschend. Ich habe da jetzt irgendwie mehr erwartet durch den Höhleneingang. So, was haben wir hier? Oder hier? Noch mehr Dietriche? Wir haben zu viele Dietriche mittlerweile. Interessant, wie viele hier einfach so tot rumliegen. Oder wurden die gekillt? Aber wenn, dann nicht von mir. Ich war das jetzt wirklich nicht. Ich wünschte, ich wäre es, aber ich war das nicht. Da oben ist noch jemand. Ach, Rucksack voll? Wie Rucksack voll? Weg damit? Was habe ich, was ich nicht brauche? Die kann ich zerlegen. Sonst noch irgendwas? Pflanzenfasern weg. Die habe ich auch mehr als genug. Komm, triff ihn. Umständlich, aber hat doch noch gefunzt. Ich habe gerade gewundert, dass unser Inventar jetzt schon voll ist. Dabei haben wir nicht so viel gesammelt, obwohl Fleisch. Ah, Paprika haben wir selber. Kann ich wegmachen. Fleisch. Hühnchen haben wir nicht so viel. Aber hier, dieses Fleisch haben wir mehr als genug. Ich glaube, ich mache mal noch mal ein paar Pfeile. Dann habe ich wieder Platz. So, wo haben wir ein Bügeleisen? Bücher haben wir hier. Wein. Nein, nicht nochmal.
So, was haben wir hier? Die Tür gefällt mir. Die Steinbetten eher weniger, aber... Na, wer es gemütlich findet. Geht's auch noch weiter nach oben? Hier ist jedenfalls kein Weg nach oben. Vielleicht außenrum? Hier oben gibt es auch einfach gar nichts. Okay, das ist nice. Nur nicht, was drin war. So, hier haben wir noch ein paar Hütten. Ich gehe erstmal hier rein. Bin da, wer noch? Ich würde gerne wirklich so ein Ding auch noch bauen können. So ein Ofen. Vielleicht erst mit, wenn man Eisen hat. Was soll ich mir so viel Schwarzpulver? Na du? Kommst du raus? So. Da waren Dietriche. Ich will die Dietriche. Da. Das nehmen wir mit. Da ist was zum Lesen. Plündererfarm. Ich lese das gleich durch. Erstmal will ich hier die Gegner loswerden, falls hier noch welche sind, die uns zufällig entdecken könnten und dann angreifen. Und dann am Lesen stören, hindern. Mal zuerst nach oben. So, was haben wir hier drin? Von den Dingern haben wir eh mehr als genug. Stein haben wir auch mehr als genug. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Holzscheiter auch. Die können wir auch anders wie herholen. Und die kommen wir noch anders ran. So, natürlich. Und auch noch die falsche Ratte wird anvisiert. So, die loote ich nicht. Nein! Ich wollte lesen gehen. Jetzt bin ich hier. Ich höre hier Raubtiere. Alter, ist doch nicht dessen Ernst. Nein. Ja. Überstanden. Rohes Wild brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Was ist das? Ich erkenne es nicht. Kupfer, okay.
Ah, hier hinten bin ich. Komm her, Bello. Na komm. Bello steckt fest. So. Hier oben noch. Ah, noch ein Bello kommt da. So, die beiden kann ich aber looten. Aber Mysterious Fläschchen, ich mag die nicht. So, jetzt kann ich lesen. Niemand überlistet mich. Thor kam gestern Abend von seiner Erkundungsmission zurück. Er warf mir diesen staubigen Beutel mit Schriftrollen zu und sagte, dass er alles, was sie erbeuten konnten. Ich kenne diesen Idioten gut genug, um zu wissen, dass er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Mein alter Freund hat selbst einen Schatz eingesteckt, aber ich werde ihn nicht verpfeifen. Stattdessen werden wir den Almanach der Matrone als Tribut verschenken. Und den Schatz, den wir Thor teilen müssen, was auch immer er im Zelt von Königin Jesmina gebeutet hat, wird er wohl an seinem Lieblingsplatz versteckt haben. Nach all dieser Zeit hat er immer noch kein bisschen Versteck gefunden, kein besseres Versteck gefunden als die Spitze des alten Wachturms. Die Spitze des alten Wachturms? Wo ist denn der alte Wachturm? So, das kann wieder weg. Ist das der alte Wachturm? Autsch. So. Und weg mit dir. Achso, jetzt kommt. Ah, diese Ratten. Zusammen. Was ist das denn? Ah, das. So riesig sind die Heiltränke. Diese besseren Heiltränke. Das ist hier übertrieben groß. So, hier gibt es wieder Bücher. Hier kommt man nicht durch. Und hier gibt es Bücher. Keine Ahnung, was das ist. Oder was das hier ist. Ich glaube, es ist eine gute Idee, hier zu stehen, wenn das aktiv ist. Soll gesund sein, habe ich gehört.
Das sieht für mich nach Arena-Kampf aus. Plünderer Arena. Ist tatsächlich sogar eine Arena. So, kommt her! So, wer fehlt hier noch? Gibt's hier oben noch jemanden? Wo kommen die denn jetzt her? Hey, jetzt seid ihr von wo kommen die her? Also ich habe schon erwartet, dass die kommen würde. Ah, die kommt hier nicht ran. Okay. Umso besser. Nein, nicht hinsetzen. Ich wollte vielleicht auf eine andere Pfeilart. Feuersteinpfeil. Macht ein bisschen mehr Schaden. Vorausgesetzt, man trifft auch. Davon haben wir ein bisschen mehr. Nicht effektiv. Gegen was nicht effektiv? Gegen die funktioniert doch. So, wir haben hier noch ein bisschen. Was, wenn wir das einmal benutzen? Was mal ausprobiert haben. So, das einmal zerlegen. Mal sortieren. Weißt du was? So schlimm. Jo, okay, doch, so schlimm ist sie. Alter, wie schnell das Leben hier einfach vorbei war. So, wo liegt ihre Leiche hier? Einmal nach der Pflanzen und Setzlinge. Ah! Und Runen. Von ihr hätten wir das so oder so geholt. Okay. So, was gibt's hier? Oder hier? Ach nee. Drecksratten. Hier gibt es wieder Bücher zum Abbauen. Perfekt. So. Und hier nochmal. Was ist das? Fellfetzen. Sonst. Und noch Wasser. Okay.
Wenn ich ehrlich bin, ich müsste eigentlich auch in Real Life mehr Wasser trinken. Ach, hier war ich. Jetzt unten. So, da wollte ich noch hin. Und einmal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo eine Drecksratte. Da ist noch was zum Lesen. Ja, komm. Nein! Alter, was war das denn jetzt? So, das nehmen wir mit. Verbrechen von Surats Rast. Carlos, ich habe deine Nachricht erhalten und das gerade noch rechtzeitig. Die Patrouillen hier unten kontrollieren jede Lieferung gründlich. Die Gerüchte über den Umbra-Clan sind falsch. Erst gestern wurde ein Mädchen begraben, das oben in Surats Rast ermordet wurde. Und mir ging es genauso, als ich mit dir auf den Markt sprach. Ich war fasziniert, inmitten all der Verbrechen in deiner Heimat einen normalen, anständigen Menschen zu finden. Von Erpressungen über korrupte Gerichte und Polizei bis hin zu weit verbreitetem Betrug hört man von allem. Vielleicht sind wir beide nur Opfer jahrzehntelanger Missverständnisse. Sind wir uns nicht eigentlich so ähnlich, du und ich? Von Herzen, Emma. So, weg mit dem. Ich mag die Ratten gar nicht. So, was haben wir hier? So, und das soll jetzt der alte Turm sein? Ich hoffe, das ist der alte Turm. Hier gibt es keinen Weg weiter, also wahrscheinlich so. Wahrscheinlich so. Hier gibt es wieder Bücher. Wurde der seziert? Okay, hier gibt es richtig viele Bücher. In dem alten Turm. Geht es hier noch weiter nach oben oder war es das hier? Ja, hier geht es weiter hoch. Echt jetzt, das ist der Schatz? Fühl mich betrogen. Da ist auch noch ein Turm. Gibt es da oben was? Der Spitze? Nein. Okay, dann gehen wir mal zu dem Turm da hinten. Ach, das war von der Arena der Turm. Okay. Hier waren wir noch gar nicht. Hier können wir noch mal reparieren. Sowas möchte ich auch gerne eigentlich als Deko bauen. So Käfige oder sowas hier. Und dann die Toten da drin einlagern. Ich möchte auch sowas bauen können. So, wo geht's hier hoch? Geht's hier überhaupt hoch? Oder hier rum vielleicht?
Fast wäre ich runtergefallen. So, das ist noch ein Turm hier. So, dort nehmen wir alles mit. Ach so, das sind keine richtigen Türme. Oder? Der vielleicht sogar schon. Der ist eine Etage höher. Und hier drinnen gibt es nichts. Dann wird es wahrscheinlich. Dann war wahrscheinlich wirklich die, der da. Hinten. Der alte Turm mit der Schatzkammer. Mit der Schatzkammer, mit dem Schatz. Der in dem Brief gemeint wurde. Okay, hier gibt's nichts. Hier liegt ein Toter. So, jetzt verbrauchen wir mal endlich einen. Ne, warte, die Stoffhetzen brauchten wir nicht. So, haben wir sonst noch was wir nicht brauchen? Was jetzt eher Platzverschwendung ist. Knochen haben wir mehr als genug. So, den Rest könnten wir gebrauchen. Das lassen wir. So, hier gibt es wieder Bücher. Hier geht es nochmal weiter nach oben. Warte, ich habe Gegner gehört. Da sitzt wieder ein. Na, wo kommst du denn her? Alter, jetzt hat er mich erschrocken. So, und das hier können wir wieder Wasser schöpfen. Ich frage mich, wie voll geht ein Stack von Wasser? Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Okay, hier gibt es nicht mehr. Ich habe aber auch null Plan, ob ich hier schon überhaupt fertig erkundet habe. Torwahrscheinlichkeit wohl eher nicht. Okay, hier waren wir schon. Hier gibt es noch Bücher. Okay, an den einen kommt man nicht dran. So. Ah, ich hab zwei Fähigkeitspunkte. Woher habe ich die denn jetzt eigentlich? So, oder hatte ich die vom letzten Mal noch? Wollte ich auf irgendwas hinsparen?
könnten noch ein bisschen in die Richtung hier skillen. Obwohl, ist ja eigentlich im Grunde hier alles sehr teuer. Rolling könnten wir machen. Aber Wuchtschaden, wir machen keinen Wuchtschaden. Gibt es irgendwas? Zuschuss, 30% Schadens, einer 30%ige Chance, einen Ausdauer-Orb zu spawnen, wenn du einen Gegner mit einem Bogen besiegst. Weiß ich nicht. Spinnentier. Oder hier, was gibt's hier? Giftimmunität. Adlerauge. Man muss die Punkte horten. Ja, okay. Hast du nicht gerade gesagt, du bist am Aufnehmen oder bist schon fertig für, mit der Folge? Abgehoben. Leiter verbrauchen 30% weniger Ausdauer. Das nehmen wir. Wenn wir Ausdauer sparen. Ist eh dunkel. Also ich bin so, so jemand. Ach so, du musst was vorbereiten. Ach so. Jetzt suche ich aber ein Bett und hier ein Bügeleisen. Und die hier ein Bett? Also ein brauchbaren? Ja. Also eine Matratze haben die wenigstens. Na, ich hatte gedacht gehabt, so, du wärst eigentlich schon weg am Aufnehmen oder so. Und ich wollte eigentlich unbedingt, so, weißt du, deine Kritik anhören, wenn ich was dekoriere. Warte mal, ist das oben oder unten? Ich bin ja auch ohnehin schon eigentlich auch dabei, hier nebenher noch ein paar Bücher für dich mit einzusammeln. Ich glaube, das ist unten, oder? Weil jetzt habe ich keinen Doppelsprung gemacht. Achso, weil ich keine Ausdauer habe. Toll. Oben oder unten? Ach so, du hattest mich noch auf leiser. Okay. Jetzt ist wirklich die Frage, oben oder unten? Ich gehe mal vielleicht zuerst nach unten. Obwohl, das ist schon sehr rotes, tödliches Miasma. Wenn ich da runter gehe, ist vorbei mit mir. Ach, so viele Bücher brauchst du. Okay. Kriege ich locker hin. Zu morgen hast du die. Was ist das denn hier? Einfach mal 5,7 mal 10 hoch 36 Bücher. Müsste erstmal ausrechnen, wie viel das wären. Also 2700 hatte ich gestern oder vorgestern auf jeden Fall safe gesammelt. Die hatte ich. Also ich muss nur gucken, wo ich die hingetan habe. Vielleicht sind die auch immer noch auf der anderen Map oder beim anderen Charakter im Inventar. Kann auch sein, dass ich die jetzt nicht eingelagert habe. Oder vergessen habe einzulagern. Was ist denn das?
Also jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin oder wo will ich hin? Irgendwas will ich jetzt noch machen. Vor allem hier, ich glaube, da kommt. Oder? Kommen wir von der anderen Seite dahin. Ich will da irgendwie schon hin. Es sei denn, ich muss jetzt wirklich mein Dings hier nochmal verbessern. Hier, mein Flammenaltar. Wegen der Miasma-Zeit. Wo kommst du denn bitte her? Ich dachte, ich hätte hier alles so sauber gemacht. So. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. So, da hinten gab es noch jemanden. Zwei sogar. Genau, das wollte ich. So, wo sind dessen Waffen? Da oben. Einmal zerlegen. Hier benutzen wir mal einen. Ich glaube, hier waren wir doch noch nicht. Muss ich da wirklich nach oben oder muss ich woanders lang? War ich hier? Ja, ich war hier. Hier auf der Seite war ich schon okay. Jetzt nur die Frage, wo muss ich lang? Muss ich hier an den Raubkatzen vorbei? Ist hier irgendwo vielleicht noch ein Höhleneingang? Ja, Hello Kitty. Standort O. Ich glaube, das will mich verarschen hier. Was ist das? Okay, geheime Tür entdeckt. Ich hätte das sinnvoller gemacht mit einer Geheimtür, dass da wirklich irgendwie es. Ach, hier bin ich. Aber ich hätte es irgendwie sinnvoller gemacht oder so. So, Standort oben oder Standort unten? Was sagt es mir? So, Karawanenüberfall. Warum sagt er mir nicht, wo ich hin muss? Gerade hat er doch noch gesagt, hier Standort oben. Jetzt sagt er gar nicht, wo die Position ist. Ist das schon die richtige Höhe? Standort oben. So viele Bücher hast du noch nie gesehen. Ja,
Freddy, du musst auch mal lesen. Kalksteinblock, da haben wir's. Geheime Kellertür bei Schreiner. Aber Freddy, du weißt, wie ein Buch aussieht, oder? Du weißt, was ein Buch ist. So, dann wären wir hier in dem Bereich, glaube ich, fertig, oder? So, was war das hier nochmal? Genau, Bücher sind die braunen, leckeren Sachen von Milka. Richtig. Genau das sind sie. Wer was anderes sagt, ist ein Lügner. Bücher sind von Milka. Genau, Kühe sind auch lila. Wer was anderes sagt, ist auch ein Lügner. So, drei Hello Kitties auf einen Schlag. Behaupte ich jetzt. So, Knochen brauchen wir nicht. So, das war genau das einmal nach. Da ist der Knochen, den wir nicht brauchen. Die können wir selber anpflanzen. Das würde ich mal vielleicht benutzen. Keine Ahnung, was das jetzt macht. Maximale Gesundheit erhöht. Ah, okay. Warte mal, ist das das gleiche, was ich hier jetzt markiert habe? Ist das hier? Ne. Die Quest. Es kam mir gerade nur so vor, dass es vielleicht ein paar Meter verschoben ist oder sowas. Was das auch immer für ein Ort ist, was ich jetzt hier markiert habe, wo ich hingehe. Da irgendwie rum? Muss ich nach oben? Ah! Ich habe da was gefunden. Und keine Ausdauer. Okay, den haben wir. So, es wird gleich nochmal ruckeln. Ich hoffe nicht, aber bei mir, ich weiß einfach nicht, wieso, warum das. Die Bitte des Schmieds. Oder die südliche Karawane. Ich würde die hier als nächstes machen wollen, vielleicht. Aber zu Hause erstmal alles wieder einlagern. So. Emily. So. Geduld und Fürsorge, Freund. Almanach zurückgebracht. Mein großer Almanach der Pflanzen und Setzlinge. Wunderbar. Es ist ein bisschen schmutzig, aber schon in Ordnung. Es macht mir nichts aus, mir die Hände schmutzig zu machen. Dann wollen wir mal etwas anpflanzen. So, okay. Erstmal gucken, was haben wir im Inventar?
Was wir jetzt nicht hier brauchen. Fleisch auf jeden Fall. Wir fangen mit dem Fleisch an. So. Okay, Rezept nochmal durchsuchen. Machen wir mal gegrilltes Vogelfleisch. So, dann... warte mal. So. Hab nie etwas anderes behauptet. Ich habe schon viele Kühe gesehen, aber gestehe mir meinen Sehfehler ein. Ich bin quasi, sage ich nicht, und darf überall parken. Darf ich auch eigentlich überall parken, weil ich bin auch sehbehindert, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Toll. Ich bin super Vorbild. Darf ich dann auch überall parken? Ich weiß es nicht, ob Twitch damit ein Problem hat. Ich bin lieber jetzt aktuell ein kleines bisschen vorsichtiger, was alles Mögliche angeht, so an Wörtern und sonst was. So, was haben wir hier? Ich versuche wirklich mittlerweile deutlich vorsichtiger zu sein. Hier habe ich nichts. Hier habe ich ein bisschen was. Freddy, hast du dich eigentlich schon mittlerweile mit dem Dingens befasst? Also mit dem eingeschränkten Modus von YouTube? Also Knochen habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Ne. Ich glaube, hier habe ich jetzt nichts. Für die Seite. Alles andere ist ja hier. Die Bücher waren irgendwo hier. Soll ich dir das mal zeigen demnächst bei Gelegenheit? Also, ich sag mal so, dein Video kann grün sein. Ach, hier haben wir Erde. Dein Video kann grün sein, monetarisiert und so weiter. Nicht ab 18 geschaltet sein, keine Urheberrechtsverletzung oder sonst was. Und YouTube wird das trotzdem ein bisschen einschränken. Und du kriegst davon nichts mit. Oder warte mal, ich nehme das mal hier rüber. Ah, 100er Stacks kann man machen von Wasser. So, dann nehmen wir das wieder so. Hier haben wir die Köpfe. Ja, den eingeschränkten Modus, kannst du da vielleicht die Schuld dran geben, sagen wir mal so. Weil der eingeschränkte Modus, der schränkt wirklich viele Sachen einfach random ein. Vor allem, es liegt nicht einmal wirklich an Beleidigung oder so, was teilweise. Sondern wirklich einfach... einfach random, einfach sinnlos, manche Sachen. Was habe ich hier noch? Eier. Wo sind Eier? Ich packe Eier mal hier hin. Und das hier rein. Also Bomben hier rein. Ah, die Erde habe ich hier jetzt fälschlicherweise reingetan. Die waren woanders drin, ne? Warte mal, die waren hier.
So, wo habe ich den Scheiß eigentlich reingetan? Den fossilen Knochenstaub. Ich glaube, da hinten, ne? Gab es hier nicht irgendwo etwas mit Pulver? Staub und sowas? Ich glaube, ich bin deppert. Oder waren die hier? Ich packe die dann einfach erstmal hier mit rein. Und hier dann Erz. Und hier überschüssige Dietriche. So, dann gehen wir mal weiter. Die Karawane ist ja gleich da hinten, die ich noch nicht gemacht habe. Was brauche ich eigentlich für eine Aufwertung? Das habe ich noch nicht geguckt. So, also Stärke der Flamme. Minzpilzfleisch. Minzpilzfleisch habe ich noch nicht gefunden. Zinnerz. Also Brutmonstrosität, Ammoniakdrüse. Das Einzige, was hier fehlt, ist Minzpilzfleisch. Den haben wir noch gar nicht. Achso, ihr seid ja wieder da. Hi. So, das nehmen wir mit. Ich nehme jetzt nicht mehr alles mit, was die haben. Das nehmen wir mit. So, und das nehmen wir mit. Metallspray brauchen wir sehr viel. Hier war noch ein Buch. Diese Giftklinge, ich hasse den echt. Nein! Komm, egal, nehmen wir jetzt erstmal alles mit. Gelöscht wird später. Dann weg mit euch. Alter, okay, das sind sehr viele. Das waren jetzt wirklich viele. So, ist hier alles wieder da? Gibt es wieder Kupfer? Oder Bronze oder sowas?
Zinnbarren, Kupferbarren, Feder. Den Meteoritenschlag brauchen wir nicht. Wird's dunkel? Ne. Aber jetzt sind die Dinger wieder da. Knochen, Erfahrungsschriftrolle, Leuchtstaub. So, ist das Bronze oder? Bronze, perfekt. Nehmen wir beides mit. Einen Moment zu spät abgesprungen. So, jetzt ist nur die Frage, wo... Das befindet sich jetzt da hinten. Die südliche Karawane. Gefangen genommen von Lupa. Ein Händler wurde auf der Reise durch die Nomadenanhöhen ausgeraubt. Sein Schicksal kann dir zugutekommen. Suche die zurückgelassene Beute in der Nähe der Riesenknochen. Zeit für die Ernte. Du hast der Bäuerin Erdbeeren gegeben. Ihr Geschmack erinnert Emily an ihr altes Zuhause. Ein furchtbares Paradies, bevor es von Unheil heimgesucht wurde. Im Austausch für die Beeren hat sie dir den Ort eines vergrabenen Schatzes in der Müllgrube von Irrwurzburg verraten. Mach dich auf den Weg und grabe die verborgenen Reichtümer aus. Was? Wir haben in der Irrwurzburg was vergessen? Ich sag da erstmal nichts zu. Ungeheuerlich, dass ich da was vergessen habe. Die Irrwurzburg ist bis jetzt aktuell hier eigentlich mein Lieblingsort. So. Brauchen wir nicht. Nein, nicht lesen. Das ja bauen. Fossiler Knochen. Wachs. Bronzebarren. So, wie sieht's hier aus? Oder hier? Noch ein Bronzebaron und noch ein Heiltrank, perfekt.
Okay, jetzt gab es eigentlich relativ viele Bronzebarren, finde ich gut auf jeden Fall. So, und die Wuka will ich jetzt vorbei. Muss ich nach da oben? Ne, Standort unten, okay. Da muss ich runter. Das ist aber das, wo ich gegen den einen Riesen da, Gladiator, hier gekämpft habe. Aber was muss ich hier suchen? Südliche Karawane, Wegpunkt. Da ist der Riese wieder. Also hier muss irgendwo irgendwas sein, was noch fehlt. Das vielleicht mit einer Quest zusammenhängt. Kalkstein. So. Alter. Ich mag es gar nicht, wenn die springen. Jetzt gibt es Seitenstiche. So, warte, ich stecke hier fest. So, Seitenstiche. Und wieder Seitenstiche. Ihn haben wir jetzt. So. Jasminas Vergöttlichung, Nahkampf. Hat das damit vielleicht zu tun, dass wir Jasminas Vergöttlichung hier mitnehmen sollten? Wegpunkt erreicht. Was ist hier? Muss ich hier einmal buddeln, oder? Hier muss doch irgendwo irgendwas sein. Anhaltspunkt. Irgendwas zum Lesen, Text. Irgendwas. Da gibt's da irgendwas? Wir waren ja hier schon einmal. Und hatten den ja bekämpft. Hier ist aber nicht mehr drin, oder? Außer Holzscheite. Thank you.
Nope, ich sehe hier nichts. Was muss ich hiermit machen? Oder war es wirklich die Waffe? Der Schmied hat den Standort einer Eisenmine. Sonnentempelgeschichten. Die Behörde bestätigt, dass es in dem Sonnentempel in Bruchshafen tatsächlich spukt. Ein böser Geist sucht die heiligen Hallen heim, seit das Miasma das Land überflutet. Er muss vertrieben werden. Die Bitte des Schmieds. Ach komm, wir machen einfach die Bitte des Schmieds. Nee, ich glaube nicht, dass ich noch lange online bin. Also vielleicht noch eine halbe Stunde. So habe ich noch vor, also ungefähr eine halbe Stunde. Wenn es dir nichts ausmacht, also du musst jetzt nicht dabei sein, so, aber ich würde dann einfach nachher Ende machen. Ich würde, glaube ich, nicht wirklich raiden. So, aber du kannst, wenn du aufnehmen willst, alles gut. Ist ja schon spät. 1 Uhr schon gleich. Also halb ist das. So, der ist schon hinüber. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Falls wir uns nachher nicht mehr sehen, lesen, irgendwie so eine Art, dann würde ich sagen, dann schlaf nachher gut auf jeden Fall. Und viel Spaß noch, was du bist wahrscheinlich jetzt am Aufnehmen, oder? Wahrscheinlich jetzt schon. Handelsposten loderndes Feld. Hier, wo die Spinnen erledigt sind. Ach, hier waren wir schon. Ansonsten hau den Namen hier rein, dann suche ich den gleich nochmal raus, dann würde ich den nachher eventuell auch raiden. Kannst du auch gerne machen. Dann schaue ich auch nachher einmal kurz bei ihm rein. So, ich weiß jetzt nicht, wo die Leute sind. Ach, hier! So, ich sehe gar nichts. Kann hier. Metall Schrott, perfekt. Explosive Schwarzpulver. Nee, ich glaube, Gothic werde ich nicht mehr schaffen. Bin so sehr hierin vertieft. Silbersturm, ist das. Ein Zauberstab, okay. Ja, okay, dann. Dann belassen wir das so. Ich habe nicht vor, heute zu raiden. Ich bin ein bisschen auch schon müde. Ich mache jetzt noch. Bis 4? Nee, schaffe ich glaube ich nicht. Hat die aber auch nie gesagt. Ey, Enttäuschung ist bei mir hier Programm. Das müsstest du schon mittlerweile wissen. Okay, ich bin hier jetzt Open End ist vor allem nach hier. Mhm. Ja, bei mir heißt aber Open End so, dass es keine feste Uhrzeit ist, wann ich Ende mache. Aber jetzt werde ich angegriffen, natürlich. So, jetzt kann ich doch lesen. Hier gibt es Bücher. Nachtwache. Ich bin nur 1 oder 2 Sekunden eingenickt, ich schwör's. Ich dachte, mein Bruder würde mich wecken, aber nein. Es war der faulige Atem eines Verbrechers, der mich aus meinen Träumen riss. Ich habe Matthew aufgeweckt und wir sind geflüchtet. In unserer Eile haben wir das Geschenk fallen lassen, das wir für das Mädchen verschicken sollten. Was nun? Ach, was soll's. Und wenn schon, haben uns eben ein paar Widerlinge aufgemischt. Haben wir eben das dämliche Geschenk verloren.
Matthew meinte, es sei Zeit zu improvisieren. Wir werden unseren eigenen Brief schreiben, meinte er. Auf wunderschön parfümiertem Papier. Er wird gar nichts merken. Jetzt müssen wir also nur noch unterschreiben. Aber es gibt ein Problem. Ich habe ihren blöden Namen vergessen. Rachel? Reagan? Wenn ich nur nicht diesen verfluchten Brief in den Jasperinseln fallen gelassen hätte. Okay, danke schön. Ja, ich schaue später nochmal rein. So, da. Ja, nach 30 Sekunden mache ich nicht Ende. Bin ich ganz weit. Oh, hier ist noch ein Brief. Ich schaue mal gleich in die Flüssernachrichten, was mir geschickt hast. Dann überlege ich es mir, ob ich dann dahin vielleicht raide oder wenn der noch online ist. So, gut, ich gebe es zu. Die Abkürzung durch den Umbra-Krater war eine schlechte Idee, aber wir hatten keine Wahl. Dieser unnütze Hank hat getrödelt, also wurden wir wohl ohne etwas Improvisation zu spät am Handelsposten Lode an der Fels ankommen. Und dann würde ich mein verdientes Geld verlieren. Und das darf nicht sein, nicht wahr? Natürlich hat Hank während seiner Nachtwache in den Jasperinseln gepennt. Wie dumm, so ein Saft hier. Wir haben bei der Flucht das Paket verloren. Wie auch immer. Dann schreiben wir eben unseren eigenen Brief. Und das Geschenk, nun ja, der Schmied wird gar nicht merken, dass es fort ist. Ich werde mit irgendetwas Nettem unterschreiben. Meine kreativen Säfte zum Fließen bringen. Das klingt ein bisschen falsch. Hank kann sicher helfen, der Kerl wird nichts ahnen. Einfach nicht wahr? Jägerbogen nehme ich mal mit. Muss ich gucken, ob das... Nein, nicht lesen. Ich will abbauen. Ich höre da was. Oder ist es nur der Pilz? Das ist der Pilzling. Die sind zwar süß, aber ich hab... Aber die machen verdammt viel Damage. Nein. Keine Ausdauer mehr. Okay, was ist da hinten? Wie weit ist das entfernt? Ich hoffe, wir schaffen das unter 6 Minuten dahin. Die Jasperinseln. Ah, okay. Wie komme ich da hin? Über die Brücke? Standort oben. Ja, super. Moment mal, wo bin ich? Hier ist bestimmt eine schöne Miasma-Wurzel, ne? Auf jeden Fall ein Text. Wo bist du, Schwester? Liebster Looper. Als wir getrennt wurden, war ich außer mir vor Angst. Ich suchte und suchte. Es fühlte sich wie Tage an. Und ich fand nur Rodalton, ein Dieb aus dem Umbra-Krater, der meint, dass du in Gewalt des Auftraggebers wärst. Warum nimmt er Kinder mit an diesen elenden Ort? Der Auftraggeber mag zwar grausam sein, aber Rodalton hat mir versichert, dass du noch am Leben bist, wenn auch als Gefangene. Er versprach mir, dir diese Nachricht zukommen zu lassen. Schwesterherz. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du nicht mehr lange in Fesseln liegen wirst. Wenn du kommst, kehr nach Hause zurück, dann werden wir uns rächen. In Liebe, Kendall. So, wo geht's denn hier jetzt weiter? Oh, hier haben wir's. Und was haben wir hier? Greifenstiefel, die haben wir schon.
Ach, hier ist die Tür. So, jetzt muss ich dann nur noch einen Weg hier wieder rausfinden. Beziehungsweise, warte, was haben wir hier? Durchsuchen? Ernsthaft, nur die provisorische Dings? Doch nicht das Nerd. Ich glaube, da gehe ich auch mal nicht durch. Gibt es hier noch einen anderen Weg raus? Ja, da kam ich gerade hoch. Mystikerhut. Jetzt kommen die fliegenden Viecher. So, jetzt muss ich aber irgendwie schnell wieder raus. Hat das eine Pilz mich nach oben? Ich dachte schon. Jetzt muss ich hier eben ganz schnell irgendwo in Sicherheit. Und aus dem Jasmin mal raus. Jetzt hört auf zu beißen. Ich stecke hier fest. Verdammt. Ich brauche einen Ausgang. Wenigstens kommt ich hier jetzt nicht mehr durch. Okay, das war zu nah. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe unter 2 Minuten gerade. Um hier die Flucht zu ergreifen. Und da ist noch was zum Lesen. So. Hier haben wir eine Straße, das heißt, der Weg müsste uns aus dem Jasmin rausholen. Ich dachte, ich jetzt ganz kurz hier wäre draußen. Ich habe ein ganz dickes Problem. Ich komme hier, glaube ich, nicht raus. Doch. Ich kann hier rauskommen, wenn ich den da kaputt haue. So, mit etwas Glück. Komm, schneller. Ja. Autsch. So, wo ist der Bogenschütze da? Autsch. Mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Sporen. Da ist wieder so ein Mistkäfer. Ich würde vielleicht jetzt einmal, wenn ich da. Dahin schnell reisen. So, wie viel haben wir jetzt?
in der Tasche. Ah, warte. Geheimnis gelöst. Schmiedewerkzeuge für mich? Wie seltsam. Nun, ich habe reichlich Verwendung für sie. Ich habe mein altes Set vor Ewigkeiten bei einem Feuer verloren. Leg sie neben mich hin, ja? Leicht, vielen Dank, Flammblut. Okay, machen wir einmal. Packen wir das hier hin. Achso, warte. Das kann ich auch platzieren, oder wie? Okay, jetzt kommen sie alle wieder an. So, ein Labor zur Heilung. Du kennst mich vielleicht als Alchemist, aber bin ebenso ein Gelehrter. Mit ein paar wissenschaftlichen Instrumenten könnten wir ein Labor bauen und bessere Heilmittel herstellen. Eine Freundin von mir, Lorraine Krim, hat die Obelisken der Erbauer im Osten studiert und dazu bestimmt wissenschaftliche Instrumente verwendet. Sie würde sie uns sicher leihen. So. Webstuhl für Gepolste. Was? In der Wildnis kann jeder Atemzug dein letzter sein. Mit gepolsterten Rüstungen würde es uns besser gehen. Und ich könnte mit einem Polsterset welche herstellen. Wenn ich einen Webstuhl hätte. Hier sind meine Informationen. Die besten Weber kommen aus Ostlapis. Und die Stadt ist vom Krieg weitgehend verschont geblieben. Stell keine Fragen. Informationen waren in meinem früheren Beruf von höchster Wichtigkeit. Ich kenne den genauen Ort nicht, aber die Weberhütte ist mit vielen Bannern geschmückt. So, rauchig und süß. Das Leben ist in letzter Zeit ziemlich langweilig. Wenn wir eine Imkerpfeife hätten, könnten wir einen Honigbienenstock herstellen und damit allen den Tag versüßen. Bevor ich meine Heimat in Bruchshafen verlassen habe, bestellte ich eine Imkerpfeife und etwas herrlichen Honig. Aber meine Lieferung ist nie angekommen. Vielleicht könntest du für uns danach Ausschau halten. Okay, haben wir wieder ein paar neue Quests. So, ich muss hier aber noch einiges sortieren. So. Hierfür haben wir nichts. Warte mal. Der Jägerbogen hat 27 Kraft. Eine Sekunde Spanngeschwindigkeit. 250 maximale Haltbarkeit. Plus 20% Fallgeschwindigkeit. Bösartig und präzise könnte der noch machen. Nee, der andere ist besser. Da ist nichts. Hier haben wir Wasser. Hier haben wir den Feinstaub. So, die haben wir auch. Genauso wie den. Federn. Haben wir die Dinger? Nee. Ich glaube, da oben haben wir nichts mehr. Aber hier müssten wir glauben. Nee. Hierfür haben wir ein bisschen was. So, Verbände, Fläschchen. Hier, die haben wir. So, Köpfe haben wir auch. Ein zumindest. So, hier haben wir auch wieder. Jetzt sind hier 237. Wo habe ich die anderen hingetan? Die anderen Bücher. So, hier haben wir Eier. Haben wir Stein. Wir haben Metallschrott auf jeden Fall. Und Nägel. Ne, Nägel haben wir nicht, aber Metallschrott.
Hier haben wir auch noch was. Davon haben wir nichts. Hier Zinn. Bronze. Warte, das war jetzt Bronze. Ne, das war Kupfer. Das war Bronze. Wir haben schon 13 Bronzebarren, ohne irgendwas davon selber hergestellt zu haben. Finde ich super. So lobt sich das. Wir haben Holzscheite. So. Und gebrannte Ziegel haben wir auch. Das kommt hier hin. Wo hatten wir Wachs? Hatten wir hier für was? Nope. Wachs und Erde haben wir noch. Das ist Schutt. Erde war hier, glaube ich, irgendwo. Da. Den weg damit. Erfahrungsschriftrollen behalten wir. Was sollen wir mit Jasminas Vergöttlichung? Ich weiß es nicht. Ich packe die andere Flasche auch mal hier zu. Wo hatten wir Wachs? Da. So, das heißt, dann hier kann noch mal Geflügel rein. So. Ich würde aber hier dann eigentlich beim nächsten Mal weitermachen. Das ist dann aber ab dem 8.4. bin ich dann wieder da. Das heißt, ich bin jetzt erstmal 2 Wochen nicht da. Ich sehe zu, dass ich diese Folgen, die ich jetzt hier aufgenommen habe heute, so schnell wie möglich eigentlich wieder hochlade. Also für die, die auf YouTube zuschauen, so, die das im Nachhinein sehen, so, ich bin vom 25.3. bis 8.4. nicht da. Also ich werde da wahrscheinlich nicht reagieren können, nicht antworten können oder sowas. Ich bin da wahrscheinlich größtenteils nicht am Handy. So, aber für die auf YouTube, erstmal danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.